Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Lords of the Fallen. Und ich habe jetzt endlich, ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich das Umbral-Auge von Lydia bekommen. Damit habe ich dann mein Bild umgebaut. Und ihr seht schon, habe ich noch ein bisschen fesch angezogen, sie. Ja. Und ich würde gerne heute mir euch den Bild vorstellen, wie ich das jetzt umgebaut habe. Und ich muss auch sagen, ich habe gleich zweimal hier bei ihr Wiedergeburt gemacht. Ich glaube, ich habe keine mehr, oder? Doch, eine hätte ich noch. Eine Anpassungssphäre hätte ich noch. Weil mit dem ersten Versuch, das war schon gut oder war schon okay, aber ich wollte dann noch ein bisschen was verändern. Und ich habe gemerkt auch, dass wir auf jeden Fall mehr Beständigkeit brauchen. Deswegen würde ich die Beständigkeit jetzt nochmal auch auf 60 hochpushen. Ihr seht, ich bin komplett weg von Strahlen. Die 18 Strahlen ist halt deswegen, weil unser Hauptcharakter, was das sieht man hier, den wir ja genommen haben, wir haben ja den Kleriker oder irgendwas haben wir ja genommen. Und das sind ja die Startattribute, die wir haben, mit Stärke, Agilität, Beständigkeit, Vitalität, Strahlen, Inferno. Und da wir ja die ganze Zeit mit Strahlen unterwegs waren, habe ich dann mich am Ende noch dafür entschieden, das Inferno mitzunehmen. Ich kann euch sagen, ich habe zuerst Stärke und Agilität auf 99 gemacht und ich kann euch sagen, es ist so sinnfrei. Es macht am Ende, glaube ich, 7 Damage mehr, also Flat Damage. Hinten raus sind das vielleicht 100, 200 Schaden, also es ist fast nicht im Vergleich dazu, weniger. Genau, in den Nahkampfwaffen sind das, glaube ich, 7 oder 8 Schaden mehr, also echt wenig. Genau, wenn ich beide Werte Agilität und Stärke auf 99 mache und dann auf die anderen weniger natürlich verteile, dann steht da hinten statt 118 plus 196, ich glaube 120 plus 207. Also, ja, also deswegen habe ich das dann zurückgenommen und ich hatte mir dann noch angeschaut, was können wir noch machen. Ich würde gerne unsere Waffe buffen. Wir können ja jetzt nicht buffen, weil wir ja die Armbrust ausgerüstet haben. Aber ich habe hier mir noch einen Anhänger genommen, einen Katalysator für Inferno-Schaden. Aber gehen wir jetzt, das war so der kurze Überblick, was passiert ist. Und jetzt würde ich dann auf die einzelnen Sachen eingehen. Meine Hauptwaffe war ja oder ist immer noch die Armbrust von Peinigerin Defla. Ich finde einfach, dass. Achso, habe ich. Ja, ist ausgerüstet. Ich finde die einfach geil. Auch, dass du, wenn du hier schießt, automatisch werden da immer drei Bolzen verschossen. Natürlich oben, ihr seht an der Munitionsleiste, das ist dann halt weg. Man kann dann mit RT nachladen und dann nochmal schießen. Und dann jeder Schuss sind drei Bolzen. Ne? Das ist halt so gesehen recht teuer. Man kann das mit Munitionstaschen auffüllen, aber ich wollte mir das halt nicht antun mit den Munitionstaschen. Deswegen wegen mit dem Auge. Aber das ist unsere Hauptwaffe. Das ist unsere Hauptangriffswaffe. Die Armbrust von Defla. Man kann die halt nicht noch modifizieren. Ist halt eine Bosswaffe. Ist wahrscheinlich auch schon stark genug. Dazu habe ich dann Bolzen rausgesucht, also der Explosivbolzen, den habt ihr gerade gesehen. Dann kann ich ja jetzt hier zum Beispiel auf X umschalten, da habe ich die Heiligschaden machen, die Bolzen. Und auf Y habe ich jetzt starke Bolzen, die einfach physischen Schaden machen. Ist jetzt auch kein AOE, wahrscheinlich. So, ich lade mal kurz nach. Das wird wahrscheinlich das meiste sein und der meiste Damage. Auch die Feuerbolzen. Ich habe zwar gesehen, die wurden auch mit der Zeit immer mal wieder genervt. Deswegen ja. Aber wir versuchen es einmal. Dann habe ich noch als Nahkampfwaffe zweimal das geschmolzene Schwert des dunklen Kreuzritters, damit ich, ihr seht es in der einen Waffe, habe ich es geschafft, dreimal Fernkampfwaffen und Wurfgegenstände, also den Schaden erhöht. Bei der letzten hat mir leider einmal die Rune gefehlt. Also irgendwo habe ich die mal nicht eingesammelt oder nicht bekommen, die Rune. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wir dann bei dieser Waffe Gesundheit
kriegen, wenn wir einen Feind treffen. Also wenn wir hier im Nahkampf angreifen, so ein schnelleres, nicht ganz so schnell wie so ein Degen oder ein Dolch-Setup, aber schon mit Kurzschwertern eher ein schnelleres Movement. Auch der schwere Angriff ist, zack, so ein Stich. Und man könnte dann hier bei Gerlinde könnte man natürlich auch anders sockeln. Ne? Man könnte jetzt hier, ich habe jetzt hier die drei, ich habe es genau andersrum. Genau, hier habe ich die dreimal Fernkampfschaden rein, aber irgendwie fehlte mir eine Rune. Und ich habe dann hier Leben genommen. Es gibt dann auch noch gewährt, wenn wir einen Feind töten. Ich habe das jetzt gemacht, dass wir kriegen Leben zurück, sobald wir einen Feind treffen. Man kann natürlich sicher auch andere Sachen nehmen. Ne? Mana werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Elementarschaden könnten wir nochmal erhöhen, weil die Armbrust ja auch diesen Ding macht. Macht die nicht den Eis? Ich dachte, die macht auch Eisschaden. Aber okay, dann... Oder diese Schwächung, ne? Auf jeden Fall, das sind jetzt meine Nahkampfwaffen. Also ein schnelleres Movement-Set. Die große Keule ist weg. Also weg in der Kiste. Ich werde nochmal kurz die Kiste durchschauen. Ich weiß jetzt, die müsste hier unten irgendwo sein, die Keule. Ich habe sie nicht entsockelt, ich habe sie einfach nur in die Kiste gepackt. Na? Hier. Die dabei sein, oder? Ne, hier. Mach der Hingabe, was doch. Ach, die habe ich noch im Dings. Ja, ja, gut, das erklärt natürlich einiges. Genau, hier liegt noch die Keule. Ich habe auch die Sockel jetzt alle so drin gelassen. Das habe ich gefunden, weil ich war jetzt nochmal kurz testen, die Waffen testen, das Moveset testen, ob mir das so gefällt. Und im ersten Moment habe ich dann, wie gesagt, 99 Agilität und 99 Stärke gemacht. Hab dann gesehen, wir brauchen aber schon Ausdauer. Je mehr Ausdauer wir haben, umso besser. Deswegen bin ich dann, habe ich die Sachen halt zurückgenommen von Stärke und Agilität, einfach von 99. Wie gesagt, das sind, glaube ich, 8 Schaden weniger in Summe. Also Flat-Schaden, was wir jetzt machen. Aber das ist absolut irrelevant. Dafür habe ich dann halt Beständigkeit, Vitalität hochgepumpt und Inferno. Und Inferno habe ich hochgepumpt, damit wir, wenn wir zum Beispiel wissen, es kommt ein starker Gegner, ja, also so, oder von mir aus ein Boss, ja, wir sehen eine Nebelwand. Dann können wir hier reingehen. Ich habe hier dieses Rogar-Herz genommen, weil der braucht auch nur 22 Inferno und habe uns hier vollgepumpt mit Adyr-Zauber, also mit Feuerzauber. Und zeigten mal, was meine Auswahl war. Die erste ist wieder RB, habe ich wieder gemacht, damit wir unsere Waffe buffen. Damit können wir hier unsere Waffen Feuer verzaubern. Macht jetzt nicht ultra viel Schaden mehr, aber es ist schon mehr Schaden. Und wir können natürlich auch das Feuer dann an den Gegner anbringen. Mit RT habe ich wieder so ein Geschoss gemacht, damit wir einfach, falls wir irgendwo mal hinschießen müssen und wir das mit der Armbrust nicht erreichen, dann können wir hier einmal damit schießen. Und dann habe ich von A bis X einfach Buffs genommen, wo wir uns selbst quasi buffen können, und das wirkt sich dann natürlich auch aus, wenn wir dann hier wieder zurück auf die Armbrust wechseln und dann hier ballern, machen wir natürlich dann auch mehr Schaden. Was habe ich, ich muss das halt alles so zusammenbringen, damit das halt auch irgendwie Sinn macht. Warum war mir das so wichtig, dieses Auge zu bekommen? Ich zeige euch mal bei Mogul meine Laterne. Der Buff hält, ich glaube, ich habe so abgestoppt, so ungefähr 60 Sekunden plus minus. Und dann, ich glaube sogar 100 Sekunden oder so, aber er hält schon recht lange. Umbralaugen. Und ihr seht, das Auge von Lydia, das bringt einfach, ihr
Nahkampfwaffen können ohne Munition auf Kosten von geschwächter Gesundheit quasi aufgefüllt werden. Die Wiederherstellung von geschwächter, es dauert immer, warum das dann nicht in 2-3 Zeilen, geschwächter Gesundheit durch Schadenzuführung wird verringert. Das heißt, wenn wir quasi nachladen durch Ausweichen, verlieren wir richtiges Leben und wir bekommen geschwächtes Leben dazu. Das ist oben das Graue oder das Weiße. Zeig das mal, wenn ich jetzt hier bin und jetzt hier schieße und jetzt nachlade, dann seht ihr, habe ich quasi diese mehr geschwächte Energie dazu bekommen, weil wir haben keine oder nicht genug Munition dafür, um das nachzuladen. Und wenn wir aber einen Feind treffen, dann bekommen wir ja geschwächte Energie zurück und bekommen somit wieder Leben. Und ihr werdet es dann gleich sehen, wenn wir dann unterwegs sind, wie das dann besser harmoniert. Hier habe ich dann nochmal reingegeben, dass zurückerlangte geschwächte Gesundheit. Also wir kriegen nochmal 15% mehr, wenn wir einen Feind in Umbral quasi treffen, um quasi mehr Leben zurückzubekommen. Und wir haben ich habe nochmal die Heilungseffizienz nochmal um 25% gesteigert. Kann man natürlich auch nochmal andere Augen verwenden. Was ich interessant fand, dass es hier irgendwie dieses Auge gewährt auch 15% Gesundheit, wenn wir Feind in Umbral treffen. Irgendwie haben diesen Effekt mehrere Augen gehabt. Heilungseffizienz. Genau, hier haben wir auch nochmal 15%. Ah, das ist das Auge, was ich drin hatte. Genau. Und es funktioniert dann hoffentlich so, dass wir, wenn wir rumlaufen, können wir immer mit Ausweichen nachladen. Dann schießen wir auf einen Feind. So. Bekommen brüchiges Leben und Leben quasi zurück. Und das wird so unsere Hauptdamage-Quelle sein. Und zusätzlich habe ich halt noch, falls wir Zeit haben, irgendwie können wir uns nochmal buffen. Wir können nochmal einen Katalysator mitnehmen mit den ganzen Inferno-Sachen, also mit Feuerzaubern. Ich bin auch ziemlich knapp, ich bin noch drunter geblieben an der Belastung für leicht. Das heißt, wir haben auch hier die schnellere Rolle im Vergleich zu vorher. Und ich habe jetzt noch zusätzlich eingepackt zu unserer Heilung die normalen Heilsteine. Man könnte vielleicht sogar die Dings einpacken. Oh, wir haben davon so viele schon wieder. Okay. Damit könnten wir hin und wieder Mana auffüllen. Aber es ist die Frage, wie oft wir den Katalysator wirklich verwenden, ne? Ja, ich lasse das mal so. Ich nehme mal den ganz kleinen mit, weil so viel Mana werden wir nicht brauchen. Beim Rüstungsset kann ich euch sagen, bin ich jetzt einfach nur nach Aussehen gegangen. Das haben wir ja bekommen, dieses Rüstungsset vom ersten Durchlauf mit Umbral. Oder? Nein, Strahlende war das erste ohne. Genau, das ganz normale Ende, wo wir Adyr besiegt haben, habe ich jetzt angezogen, dass immer ein bisschen Kontrast ist zu unserem Feuerbild. Zusätzlich habe ich dann noch den Anhänger der inneren Schlange. Das heißt, wir laden nach, wenn wir ausweichen. Das heißt, wir laufen ganz normal. Und wenn wir dashen, keine Munition haben, laden wir automatisch die Waffe nach. Jetzt würde nichts gehen. Genau. Jetzt können wir wieder schießen. Aber wenn wir ausweichen, und das ist dann egal, ob wir nur so einen kleinen Step machen oder einen großen Hechter. Wir weichen dann immer aus. Und laden instant die Waffen nach. Hier habe ich diesen Ring gewählt. Vom Schwarzfelden Waldläufer. Verursacht zusätzlich Schaden mit Bögen und Armbrüsten. Hier habe ich mir dann überlegt, man könnte dann vielleicht sogar, weil die normalen Mobs auf der Karte stark genug sind. Oder nicht stark, so stark sind, dass man wahrscheinlich beide Ringe braucht. Könnte ich dann hier wieder switchen zwischen unserer kontinuierlichen Minimalheilung
oder halt diesem Ring hier wieder einfach vor für mehr Damage. Und dann würde ich auch sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Von den 120.000 Runen, Kraft, die wir in der letzten Folge hatten, habe ich so ungefähr 70 ausgegeben. Ich habe jetzt ein paar Runen schon wieder ein bisschen Kraft gesammelt. Ich war natürlich, wie gesagt, schon unterwegs, habe geschaut, wie möchte ich das haben, wie will ich das Setup, und habe dann gesehen, okay, Kraft und Agilität brauche ich nicht auf 99. Die paar Damage, die das ausmacht, nicht. Dafür nehme ich lieber mehr Vitalität und mehr Beständigkeit mit. Zudem habe ich dann, weil das Ding braucht, glaube ich, nein, die brauchen 11 Inferno. War ich zuerst auf 11 Inferno und habe dann im zweiten Nachgang, okay, ich werde noch einen Katalysator mitnehmen. Der braucht 22 Inferno. Und dann habe ich alle Zauber genommen, die maximal in diesen Kosten sind. Und hier seht ihr nochmal, ne? Erhöht alle deine Schadensarten, also damit buffen wir uns, kriegen wir nochmal Damage dazu. Hier können wir unsere Verteidigung stärken und hier können wir damit können wir auch nochmal Damage machen. Also das sind hier so Sachen, mit denen wir uns buffen können. Hier können wir nochmal so ein Projektil verschießen und hier können wir unsere Waffen Feuer verzaubern. Wenn ihr Fragen dazu habt oder so, oder vielleicht es selber nachspielen wollt, gerne in die Kommentare. Ich werde dann, soweit es möglich ist, die Sachen beantworten. Wenn irgendjemand nicht weiß, wo er was herbekommt, zum Beispiel diese Runen, die hier in den Waffen sind, diese Fernkampfrunen, gibt es nur im Schneegebiet. Einmal bei diesem Miniboss, kurz bevor man den oberen Weg quasi abgeschlossen hat und dann das Haupttor nach unten öffnet. Und die zweite, es gibt zweimal diese Rune in diesem Gebiet, und die zweite Rune ist im Schneegebiet, und zwar nach dem Boss, die Krähe. Wenn man nach hinten in den See läuft, da geht man der nach links in so einen kleinen Teilbereich, wo so ein paar Umprallsachen sind, die man aufmachen kann. Und wenn man aber nach rechts geht, ist so eine Statue, die man looten kann, und da ist die zweite Rune drin für diese Fernkampfwurfgeschichte. Die Waffe ist klar, die bekommt ihr, wenn ihr die Peinigerin besiegt habt und das Andenken bei Mogul eintauscht. Die Bolzen findet ihr unterwegs. Wie gesagt, das ist, kommt dann wahrscheinlich auf den Gegner an, und da ist man dann auch relativ offen, auch hier Sachen zu wechseln. Ihr seht, ne, wenn ich merke, okay, der funktioniert zum Beispiel mit Schwächern gut, würde ich diesen Pfeil nehmen, whatever, ja. Rüstung macht nicht viel aus, außer halt diese Widerstandswerte, die sind halt nice, ne. Dann auch beim Anhänger gibt es sicher auch Alternativen, zum Beispiel hier bringe die Max-Gesundheit, also das ist unser Max-Leben, dafür zusätzlichen Schaden. Also für Bosse, wenn wir Damage brauchen, ist das sicher auch noch eine geile Option. Und so kann man sich hier ein paar Sachen zurechtlegen, wie man gerne haben möchte. Diesen Ring kann man jeweils pro Run einmal bei Gerlinde kaufen. Das habe ich auch gemacht, schon jetzt in der Zwischenaufnahme quasi, also zwischen, wo ich jetzt im Bild umgebaut habe. Den zweiten Ring habe ich ihr jetzt hier noch abgekauft. Der kostet, glaube ich, 3000 oder so oder 4000 Runen Kraft. Also ist jetzt nicht ultra viel teuer oder ultra teuer. Ja, die anderen Runen brauchen wir alle nicht. Und ihr seht, da ich glaube ich, auf 40.000 war ich runter, war jetzt noch unterwegs, habe getestet, habe dann gesehen, okay, ich würde den Bild gerne noch ein bisschen mehr anpassen, habe hier nochmal umgelevelt auf die aktuellen Werte und habe das Inferno noch eingebaut. Und wir haben jetzt noch ein Level, was wir gemeinsam verteilen würden. Und wie gesagt, ich würde jetzt die 60 hier auch bei Beständigkeit anpeilen. Einfach damit wir noch mehr Ausdauer haben. Ich glaube, je mehr Ausdauer wir haben, umso leichter tun wir uns mit Ausweichen, mit Dashen, Nachladen. Weil für uns ist ja Ausweichen nicht nur Ausweichen, sondern wir müssen ausweichen, damit wir schnell nachladen können, um einfach die Gegner zu klatschen. Und als Special habe ich mir heute überlegt,
wir laufen jetzt einfach rum, schauen uns mal den Bilder ein bisschen an und wir bieten aber unsere Waffen der Community an. Wir schauen dann einfach mal, ob wer unsere Hilfe braucht und dann, ja, dann laufen wir dort mit und versuchen da uns zu behaupten. Ich würde irgendwo ein bisschen farmen. Jetzt ist die Frage, wo kann man hier wirklich gut farmen, ne? Genau, gehen doch einfach mal dahin, dann zeige ich euch nochmal, wo die Runen sind. Genau, man muss hier hoch zuerst. Oh, da sucht schon jemand nach Hilfe. Sehr gut. Manchmal geht es super schnell und manchmal dauert das ewig. Ah. Ah, er hat auch die Kompetenzkeule in der Hand. Sogar zwei. Na? Bin ich gespannt, wie wir hier zurechtkommen. Wo will er hin? Da, okay. Da hoch, ne? Falter in our vigilance, our rigorousness, or even the briefest moment. From the lights of our eternal lady, where they skulk and plot in shadow. Zumindest hat er den Loot gefunden. Immer erst loslassen. Noch wer? Nein. Dann werden wir zu ihm geportet. Ihr wurdet zu einem Bluter. Oh.
Ich bleib mal bei ihm und versuche ihn zu. Hat er jetzt einfach aufgegeben oder wollte er nicht? Forgive me. This is this not overly severe for the offense in question? To my ears, my fellow pilgrim's words were. Ich war ein bisschen irritiert, dass wir es zu wenig Leben zurückbekommen haben. Das funktioniert, wenn wir die dann auch wirklich töten. Na. Leiter kicken kann ich ja nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Will er da runter? Ja.
Ja, ich glaube, er will es sich anhören, ne? Das ist das. Thank you. Now I feel bad for not bringing you some. You are all I'll ever need, Katrin. I love you. I love you too. Die Frage, wo will er hin, wenn er schon alles offen ist? Warum kann ich den nicht anvisieren? Jetzt. Na, immerhin, ich habe noch Blatt bekommen, aber ich glaube, ich werde Munitionstaschen auffüllen oder noch ins Inventar packen, statt dem Mana. Aber es ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert, dass ich dann keine Munition nachladen konnte. Und so kann ich wenigstens meine Tasche auffüllen, ne? So, ah, da will er hin. Ich komme. Er läuft jetzt wieder zurück. Halt voll blöd, dass ich durch den Hund da jetzt runtergeflogen bin. Oder wollte er nur das hier clearen?
Das ist halt echt gefährlich. Ich glaube, ich sollte nicht schießen. Er ist gerade zurückgewandert. Nice. Oh ja. Ich weiß nicht, ob er da unten noch... Ja. Oh, wieder ein Blutritual. My future and my soul in Radiance Judgment. Nice. Bitte. Jo, Tür ist offen. Jetzt die Frage, will er hier oben noch rumeiern oder nicht?
Okay. Aber er hat's. Das ist verkeilt, oder was? Er muss, glaube ich, unten rum, oder? Na, geht, okay, er hat es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob es dahinter wirklich die beste Option ist. Er ist gestorben, leider. Passiert.
Komm. So, er versucht, die da wegzuschießen. Oh, okay. Habe ich noch nie probiert. Oh. Oh, nice. Er will wirklich darüber, ne? Nice, diesmal haben wir sie weggeschrotet. In der Sekunde, wo ich geschossen habe, ist er zurückgegangen, was ja okay ist, ne? Ist ja gestorben hier, stimmt. Bin ich gespannt, ob er einen Punkt macht oder nicht. Ich glaube, er war hier noch nicht. Überlegt er oder? Ja, es kann sein, dass er darüber über die Dächer möchte. Okay. Hier war er schon. Ah, okay.
Man muss jetzt den ganzen Weg zu Dings laufen, oder? Die ganzen Bosse sind schon alle weg. Hinten den Loot, braucht er den noch? Will mal ein bisschen Heilung auf. Ach, wieder zu weit weg. Oder ist er noch erst? Okay. Aber ich glaube, der Kill war trotzdem noch legit. Ja. Ich glaube, er hat nur eine begrenzte Anzahl an Dingen, oder? An Überreste. Bin mir halt nicht so hundertprozentig sicher.
So, stell mich so hin, dass ich den Aufzug nicht erwische. Our immaculate lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving that ich will nicht die Plattform auslösen. Bin echt gespannt, wenn wir gegen die Klerikerin antreten, nicht Kleriker, Justitia, wie das dann ist mit unseren Munitionstaschen und Blatt und überhaupt. Einmal zurück. Könnte auch Healing gebrauchen. Wir kaufen. Schon. Weil ich glaube, davon können wir ruhig ein paar raushauen, Healing, weil sobald wir ein bisschen Leben wieder haben, können wir auch nachladen, weil manchmal ist das Problem, dass wir halt nicht wirklich gut nachladen können. So. Grundsätzlich bin ich ja fertig, ne? Wir haben ja jetzt nicht so groß zum Anpassen, kaufen. Ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal Upgrade macht. Whatever, ne? Okay, er hat sich eine andere Waffe geholt irgendwie. Erlevelt. Dann geht's wohl ins Imperium jetzt, ne? Ja. Ja, Close Combat wird, glaube ich, schwierig. Ja, bei uns geht es jetzt hier nach oben.
tried. Oh, God. You know that. Wenn wir uns wieder nur blamieren. Ja, natürlich. Durch das schiefe Anlaufen. Nicht nochmal nach hoch. Ach, Gebeter, wieso bin ich so unfähig manchmal? Also das mit den Springen, ich weiß nicht. Dann mache ich doch lieber gar kein Springen, bevor ich hier irgendwie so gekünstelt wieder irgendwas mache, ne? Oben war noch Loot, glaube ich. Ach, bitte nicht. Ach, das ist wieder richtig dumm. Oh, große Delariumscherbe. Ich habe so viel rausgehauen. Ich habe 3 Waffen nochmal auf plus 10 gebracht. Also 2 Waffen plus den Katalysator. 3, die Armbrust war ja schon auf 10. Die hatten wir ja schon zwischenzeitlich mit hochgelevelt. Oh, da ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Habe ich jetzt erst gesehen. Und ich war hier auch schon 2-3 Mal. Da werden wir auf jeden Fall noch zu hinschauen.
Nach diesem Run werde ich hier auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, weil das ist ja nicht weit. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen, die Leiter vorher. Es gibt sicher noch so viele Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Oder so viele glaube ich jetzt nicht, aber es gibt sicher noch das eine oder andere Secret. Wir haben in der letzten Folge ja einen Secret-Boss aufgedeckt, diesen Kürbis-Dude. Der war ja auch special, wenn man so will. So, wer steht auf? Wer steht auf? Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Wie der Bild mit gegen den ersten Boss funktioniert, den wir hier angehen. So. Heilung wäre vielleicht, glaube ich, noch ganz gut aufzufüllen. Kurz. Es ist immer besser, mit 9 Heilungen reinzugehen, als nur mit 5. Ah, es geht nochmal zurück. Okay. Ah, vielleicht nochmal das letzte Upgrade holen für die Waffe. Aber jetzt wieder eine andere Waffe, ne? Wir könnten... Kann ich hier, glaube ich, nicht meine Kiste verwenden, oder? Nee, kann ich nicht. Ja. Ja, wie das funktioniert. Dann können wir zurück auf den Ding wechseln, ja. Den Cut. Bin gespannt, so hat die Armbrust ja immer so 2,6 gemacht, glaube ich, ne, an Damage. Wenn wir dann voll gebufft sind, wie viel Damage das dann ist. Irgendwas kauft er noch. Das ist halt so, ja, wäre halt cool, wenn man da ein bisschen besser Mäuschen spielen könnte. Nochmal geschaut, was macht er jetzt auf dem Upgraden, whatever. Vielleicht auch nur mit Gerlinde kurz quatschen, ne? Ich kann nicht rein, ich kann nur geportet werden. Come on.
Wenn die sich bewegt, ist nicht so gut. Wieder was gelernt. Och, Gebete. Nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so stark ist. Nice. Aber er stirbt gleich, oder? Nee. Oh nein. Ach komm, nun lad doch nach. Ah ja. Der letzte Schuss. Bin ich gespannt, ob er die läutert. Ja, er läutert alle. Okay. Make your cut, Ermengarde. Na, es funktioniert nicht. Ja, es schaut, was passiert, ne, aber...
So, ich pump mal noch ein Level in Beständigkeit. Also das macht echt am meisten Spaß noch, hier gemeinsam sogar rumzuziehen. Hat auch gelevelt. Schön. Gespannt, wo es hingeht. Aber theoretisch sind alle Beacons jetzt... Ach nein. Das ist das Neue, was jetzt dazu gekommen ist. Ich glaube, ne? Wo es zur Adyr geht. Ja, kann schon sein. Oder er hat eines vergessen, aber das glaube ich ja fast gar nicht. Na doch, geht hier lang. Ach, der Eiserne ist gar nicht da. Der eiserne Reisende. Der Kollege. Ja. Ja, die Leiter hier nicht vergessen, falls er es braucht. Ja, einmal klicken. Ach, er setzt sich oder was? Mal nachladen. Just another slave to a pretender god. Burn for your weakness, blasphemer. Oh. What?
Nee, ich will eigentlich das. Wo ist der? Da. Falsche Richtung. Ja, ich habe ihn gesucht, den Hund. So, wir stellen jetzt hier oben hin und holen uns hier den Wurm. Ja, kurz Panik gehabt, irgendwelche komplett aus dem Ding rausgekommen. Falschen Pfeil ausgewählt. Also im Prinzip egal, wie er zurückläuft.
glaube, er ist runtergefallen, oder? Ah, vielleicht auch. Hab's nicht gesehen. Will da nicht spekulieren, aber es passiert, ne? Läufst geradeaus und schwuppdiwupp bist ein Stock tiefer, ne? Oh. Die Frage, ob er noch die Memory da unten haben möchte, nicht? Oder erstmal hier den Samen platzieren, das kann natürlich sein. Wir müssen hier. So, hier das Gitter kann er aufmachen. Die Truhe. Ja, die Truhe hat er schon gefunden. Nee, zuerst hier oben.
Wo war das? Hier. Ich glaube, er ist bei den Überresten gerade am Rasten. Jo. Ja, ist die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Wie, ich denke, Leben und Ausdauer, das werden uns jetzt die meisten Sachen bringen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob über 60 man dann noch viel dazu gewinnt. Es gibt ja immer so einen Soft- und einen Hardcap. Einmal runterfahren, dann kannst du wieder hochkommen. Ich bleibe jetzt hier, damit ich nicht geportet werde. Aber er kommt ja sowieso gleich wieder hoch. Ich hoffe, dass es nicht zu weit weg ist dann. Aber es macht auf jeden Fall Laune, den Bild zu spielen. Ich merke zwar, hier und da sind ein bisschen Tücken, wenn wir zu wenig Leben haben, das mit dem Nachladen nicht so gut funktioniert. Dafür habe ich jetzt Munitionstaschen. Und auf jeden Fall die kleinen Healing Potion helfen auf jeden Fall auch nachzuladen, also quasi Leben nachzuladen, ohne jetzt gleich einen ganzen Heiltrank verballern zu müssen. Kann ich das nicht? Nein, das kann ich nicht. Ja. Ja, das ist immer so doof in engen Gassen. Du weißt nicht, läuft der rechts, läuft der links, dann willst du schauen, blockierst dich gegenseitig. Oh, what? Okay, das war jetzt überraschend. Wir waren nicht full life, ich weiß, aber. Aber der hat uns trotzdem irgendwie gewone-shottet. Interessant.
Frage. Will er da hinten erst? Nee. Ich kann das nicht aufmachen. Nicht? Okay. Jetzt aber, oder? Ja. Möchte runter? Ja. Hat er schon am Schalter gedreht? Ich weiß es gar nicht. Nee. Hat er noch nicht? Auf? Ja. Schlüssel wird er nicht haben, oder? Hat er nicht. So, ich glaube, ich werde ihm mal zeigen, dass er am Schalter drehen muss. Naja, das ist so komisch immer blockiert.
Oh, jetzt bin ich dran. Ich weiß nicht, ob er da hinten die Kiste schon gesehen hat. Was macht er? Ach, er ist hier in dem Ding, ne? Ich glaube, da kommt man nur rüber, wenn man die Laterne nutzt. Ich dachte, ich kann ihn da über die Kante drüber springen. Ja, genau, nur so kommt man hier drüber. Healing wäre auch nicht schlecht, ne? Nice. Die Frage, will er hier rumklettern? Also ich zeig's ihm mal. Ich lass dich aber alleine klettern. Weil meine Kletterkünste kennen wir ja. Es ist so fies gemacht, dass du genau in der Sekunde
Genau in der Sekunde, wie du eigentlich zurückläufst, fährt die Plattform zurück. Ah, schade, ich dachte, ich komme bis hoch, aber gut. Die Frage, genau, ob er durchlaufen will oder ob er unten nochmal looten möchte. Hinten ist noch Loot. Ja. Im Bett. Weiß gerade nicht, was er schaut. Hier. Geht hier runter. Da kannst du die Tür aufmachen. Ah. Ja, du kannst es halt nicht. Links, naja, hat. Mit A kannst du, glaube ich, die Tür eintreten. Er ist runtergefallen. Ach ja, bitter. Ja, das ist immer bitter. Okay. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er selber jetzt nicht weiß, wo es lang geht oder was genau das Problem
Ach ja, wir sind hier wieder. Jo, das heißt, ja, eigentlich wollte ich ja die Rune, aber auf jeden Fall, wenn ihr hier oben langlauft und auf dem Weg, wenn ihr hier zurückkommt, bevor ihr den Schalter trefft, habt ihr den kleinen Bossraum, wo der komische Schwächungsboss drin ist. Eis und Schwächung, da bekommt ihr eine Rune her und die andere ist dann hinten hinterm Boss. Ich möchte jetzt aber kurz, warte mal, das. Wie viel Ausdauer bringt das? Ja, 3 Ausdauer, okay. Unter 4 Leben. Ich glaube, ich würde ein bisschen mit mehr Ausdauer gehen. Und dann porten wir uns zum Imperium. Wir haben ja eine Dings entdeckt, eine neue. Also, es ist jetzt kein mega Teilbereich, aber ich würde den, glaube ich, gerne nochmal checken. Wahrscheinlich eher hinten. Oh. Ja. Oh, what? Natürlich, genau. Was für ein Lack. Oh, what? Warum muss ich denn da nochmal stehen bleiben? Oh, rest in peace. So, hier war die Leiter. Echt gespannt, wo das, was das für Loot da hinten ist. Vielleicht wollte er die Burg noch richtig oder besser erforschen. Und wir waren aber schon Richtung Boss unterwegs. Und er wollte das dann nicht. Oder nicht so schnell machen. Okay, wenn ich Zeit habe zum Nachladen, ist, glaube ich, Nachladen besser. Weil dann, oder? Mann, was kriegen wir hier? Oh, Umbralauge. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Oh, ein neues Umbralauge, was wir noch nicht gesehen haben. Zahn. Schau ich gleich mal, was das an das Auge. Porte mich nach Himmelrast, einfach um sicher zu sein. Vor irgendwelchen Angriffen. Okay, schauen wir mal.
Ein neues Auge. Hat wieder richtig krasse Waffen droppen lassen. Ja. Feinde in Anpackungsreichweite werden vorübergehend verlangsamen. Okay. Ah, okay. Macht sie das immer? Ich glaube, ich habe das erste Mal erst gesehen. Wie viel brauchen wir für ein Level-Up? Nicht mehr viel. 3000. Bisschen was über 3000. Knapp 3600. Und dann würde ich das Level-Up machen und wir stellen uns mal hin und versuchen dann den Boss in der nächsten Folge. Verkaufen. Preis. Ihr seht, ich habe echt einiges auch rausgehauen. Nein, reicht gerade nicht. Gerade nicht. Wir brauchen noch 40. 40. 35. Wenn ich so genau schaue. Halt die Frage, gibt es was genau für 35? Nee. Zweimal 20? Beständigkeit. Und dann sind wir, glaube ich, sogar schon fast ready für den Boss, würde ich sagen. Das heißt, in der nächsten Folge geht's hin. Wir haben uns ein bisschen eingrooven können mit dem Char. Ich würde gern mal schauen, wie das ist mit dem Dude. Ach, wir müssen ja wieder einmal sterben, weil ich will ja Kurakai noch haben. Ja, das ist halt alles immer so lost. Also lost, keine Ahnung. I help you. You just be sure to make if you don't, and neither of us. Aber ich sehe nicht, wie oft die jetzt schon dabei war, ne? Das habe ich, glaube ich, schon mal versucht rauszubekommen. Ich räume noch schnell die Kiste auf. Genau, alles, was wir nicht brauchen. Windenbrechers. Achso, nein, wir haben ja hier noch... Ach, ich habe den gleichen jetzt nochmal bekommen? Nein. Doch, ich habe ihn nochmal bekommen. Okay, dann hätte ich ja gar nicht upgraden brauchen. Na gut, wer weiß das vorher? Wer ahnt das vorher, ne? Ich habe hier auch doppelte Talismane, Anhänger rausgeworfen. Einfach ein bisschen Überblick zu behalten. Aber ich sehe halt nicht, das ist irgendwie schade, wie viele Aufträge sie jetzt schon gemacht hat mit uns. Nur Wurfsachen, Fels, Rüstung. Hier vielleicht. Okay. Karten. Weil sie hat zwar immer so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so ein Dokument zum, ja, so ein Pergament, so eine Rechnung, die sie dann immer stellt. Keine Chance, dass irgendwie... Ich weiß halt nicht, wie oft die jetzt schon... Viermal war sie jetzt schon dabei oder so. Ja, Millionen Sachen im Inventar. Charakter-Tagebuch. Tagebuch. Das werden hier die ganzen Karten sein. Tinkturen.
Das sind die Modis? Nee. Ja, okay, irgendwie seltsam. Warte, ich würde mich kurz rein... Weil das würde ich gerne kurz noch checken. Weil wir müssen hier einmal rein, einmal sterben lassen, damit wir rauskommen und den Dude, also die Kurakain bekommen, dazu bekommen. Und ich würde aber gerne mal testen, wie das ist, wie er so Schaden bekommt. Knapp 3000 Damage. Was wieder für ein Crap aus der Hölle, oder wirklich? One-Shot? Wirklich? Seht gar nichts. Ja, ich will den jetzt nur mal zum Üben nehmen, den Lauf. Okay, wir sollten auf jeden Fall irgendwas anziehen, was uns noch mehr vor Feuer schützt. Feuer. Die 15 Kraft, die wir da liegen lassen haben, die sind egal. Aber dass der uns so wegschrotet. Will mal schauen, ob wir Kurakain rufen können. Theoretisch müsste sie ja da sein, oder? Einfach mal hier. Du bist Peter? Ah, hier. Okay, sie wäre da. Also theoretisch könnten wir ihre Quest weitermachen. Und ich werde mich auf jeden Fall umziehen für die nächste Folge. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit Feuer. Gut, dann danke ich euch erstmal fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen zum Bild habt, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Servus.